Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Kurzhantel drücken. Und zwar Kurzhantel drücken, diesmal im Sitzen. Und zwar die Arnold Press, die kennen wir schon vom Stehen. Im Stehen ist natürlich nur für Fortgeschrittene geeignet. Im Stehen ist der Vorteil, dass ich isoliert die Schultermuskulatur bearbeite, inklusive hier des vorderen Anteils des Pectoralis. Trapez ist natürlich klar stabilisiert mit dabei, aber es ist eine grundsätzliche Übung für die Schultermuskulatur im vorderen Bereich und die Schultermuskulatur im seitlichen Bereich. Grundübung, warum? Schultergelenk ist im Einsatz, Ellbogengelenk ist im Einsatz, somit habe ich eine Mehrgelenksübung, besonders wertvoll für den Masseaufbau und für den Kraftaufbau. Wie sie funktioniert, zeige ich. Die meisten kennen sie ja schon von den Clips im Stehen, aber ich zeige es nochmal. Jetzt mal die Variante im Sitzen. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Ausgangsposition, Rücken anlegen, hier unten die Beine etwas breiter Hüftbreit stellen, mit Hüfte fixieren, das Becken fixieren und dann natürlich erstmal in die Ausgangsposition. Ellbogen leicht vorm Körper, leichte Schräghaltung der Handel vorm Körper und jetzt gehen wir langsam nach außen, drehen dabei und wenn wir außen in der Ausgangsposition angekommen sind, wie beim Kurzhanteln über Kopf, schiebt man das Ganze nach oben über den Kopf, über die Mitte des Kopfes, langsam wieder runter und wieder zurück in die Ausgangsposition, langsam nach oben, das Ganze kontrolliert ausführen und unter Belastung ausatmen und Belastung ausatmen, einatmen und die konzentrische Belastung, das was jetzt kommt, etwas dynamischer, exzentrische Belastung, das Nachlassende etwas langsamer. Die exzentrische Phase nutze ich auch immer persönlich, um mich vorzubereiten und natürlich wieder sämtliche Muskelfasern anzuspannen, die ich anspannen will, die ich anspannen kann. Alle Körperenden anspannen, ansonsten wären es riesige Gewichte, was wir benutzen. Und der Schimpanse kann es mehr, der hat prozentual mehr Kraft, der kann mehr Muskelfasern ansteuern. Genauso wie leider der Epileptiker, der hat einen Kurzschluss und kann dadurch natürlich wesentlich mehr Muskelfasern anspannen. Wir können das nicht, wir können immer nur einen gewissen Anteil von Muskelfasern willentlich anspannen und natürlich auch entsprechend dessen entsteht eine Belastung in der Muskulatur, ein Reiz in der Muskulatur, der natürlich entweder überschwellig ist oder unterschwellig. Da kommen wir jetzt gleich wieder natürlich zur Belastung. Das heißt, man sollte versuchen, in regelmäßigen Abständen unter Voraussetzung, dass der Bewegungsablauf sauber ausgeführt wird, die Belastungsgewichte erhöhen. Warum? Damit die gesamtgehobene Last und die maximal gehobene Last sich in regelmäßigen Zyklen positiv verändert. Und dann haben wir den ersten Schub in der Tür für den Muskelaufbau. Wenn dann noch die Ernährung stimmt, den Schlaf stimmt, die Hormonsekretion passt, dann sind wir vorne mit dabei und dürfen auch im Schwimmbad mal Pause geben. Ich zeige es nochmal von der Seite. So, jetzt machen wir von der Seite, damit man sieht, ich habe die Rücklage eben leicht schräg gestellt. Für mich ist es für mich etwas angenehmer, wenn ich ganz senkrecht aufrecht sitze. Und jetzt achte ich natürlich darauf, dass ich natürlich hier im Grundrücken sitze, dass ich hier hinten die Schulterblätter anlege. Und dann hole ich mir mein Gewicht und habe hier natürlich einen leichten schrägen Winkel der Unterarme nach vorne, sodass ich natürlich einen Zug drauf habe. Und zwar auf dem oberen Anteil des Pectorales. Wenn ich hier zu weit rangehe, ist er völlig entlastet. Wenn ich ein Stück weit nach vorne gehe, habe ich hier einen Zug drauf. Ihr seht, der Ellbogen ist ein Stück weit vor dem Körper. Das Handgelenk ist von der Linie her in Richtung Ellbogen, also nicht hier den oder so nach außen, sondern die Belastungslinie muss stimmen. Jetzt gehen wir erstmal nach außen, in die Ausgangsposition und kurz handdrücken und schieben es nach oben. Das gleiche bei der Abwärtsbewegung. Exzentrisch etwas langsamer, konzentrisch etwas schnell. Leer. Und natürlich unter Belastung. Das war die Arnold Press von der Seite. Das war es zum Thema Kurzhantelrücken, Arnold Press. Sehr ähnlich fürs Kurzhantelrücken, aber diesmal eben im Arnold-Schritt ausgeführt. Pektorales Anteil oberer trainiert, dann geht die Belastung auf dem Vorderen, auf dem Seiten, wenn ich nach oben schiebe. Schöne Grundübung, unbedingt zu empfehlen für Anfänger im Sitzen, für den Fortgeschrittenen im Stehen. Wenn es im Stehen ausgeführt wird, bitte auf den Rumpf achten, stabilisieren, Gürtel anziehen
und ab geht die Post. Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.